Und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge bei Minecraft. Ich bin so gerade so ein bisschen durch die Straßen unseres Dorfes gewandert, beziehungsweise flaniert. Und habe mal geguckt, ob wir irgendwo eventuell unsere vermissten Dorfbewohner finden. Aber die sind irgendwie komplett verschwunden. Was sehr, sehr merkwürdig ist. Was wir allerdings nochmal machen werden, weil ich das nämlich gerade sehe. Wir sollten hier und da mal noch irgendwo ein bisschen Licht machen. Hier zum Beispiel. Wenigstens eine Fackel reinsetzen, damit hier ein bisschen Licht ist. Denn hier haben sie ja auch welche, ne? Genauso hier drüber. Hier können wir auch nochmal eine setzen. Was wir generell nochmal machen sollten. Nochmal ein paar neue zusätzliche Fackeln machen. Da werden wir mal ganz kurz gucken, dass wir uns hier mal ein bisschen Kohle klauen. Und dann machen wir mal schnell nochmal ein paar Fackeln. So, dann haben wir nochmal 20 Stück. Das sollte erstmal genügen. Und dann werden wir mal gucken, dass wir irgendwo nochmal so ein bisschen ausleuchten. Ne? Ihr hattet ja gesagt gehabt, dass ich entsprechend Fackeln irgendwo setzen muss, damit die Viecher nicht permanent in meinem Haus spawnen. Dafür natürlich nochmal ein herzliches Danke für den Tipp. Was mich auch ein bisschen wundert ist, wir haben jetzt hier nochmal eine zweite Werkbank drin für einen Schmied, aber wir haben irgendwie nur einen Schmied im ganzen Dorf, ne? Und das, obwohl hier noch mindestens zwei arbeitslose Dorfbewohner rumrennen. Das ist halt echt komisch. So, jetzt sind es mittlerweile sogar drei untätige Dorfbewohner hier, ne? So, die müssten sich doch jetzt alle irgendwie Brot schnappen, oder? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass sich hier keiner Brot nimmt. Sind sie einmal hier alle am Dorfplatz hier? Müssten sich doch jetzt irgendwie alle mal ein bisschen Brot schnappen und dann mal feuchtfröhlich hier für Nachwuchs sorgen, ne? Würde ich doch mal so hoffen. Das würde ich mir eigentlich mal so ein bisschen wünschen. Aber irgendwie, das Brot bleibt liegen und es passiert irgendwie nichts, ne? Gefühlt. Überliegt das Brot rum, aber keiner kümmert sich drum. Ihr hättet mir ja irgendwie mal gesagt, dass die Dorfbewohner Platz im Inventar haben müssen, ne? Aber irgendwie, man sieht ja auch nicht irgendwie, ob sie was im Inventar haben, ne? Und die müssten das ja dann irgendwie auch leeren. Also sprich, das Inventar dann irgendwie mal wieder leer machen. Denn wie wir sehen, haben sie von dem Brot nichts mitgenommen, ne? Das ist ein bisschen nervig irgendwie. Es haut irgendwie nicht so ganz hin. Ist halt auch mega ätzend, dass dieser komische Golem jetzt hier drin rumsteht. Hm? Bin so ein bisschen überlegen. Wartet mal. Ich mach das hier mal nochmal weg. Und baue das Ding einfach mal hier draußen mit dran. Hier neben die... Neben das Dingsbums hier. Baue ich es einfach mal hier draußen hin. So, und jetzt müssen wir mal gucken. Hier wäre sogar noch ein Bett frei, ne? So, die haben doch jetzt eigentlich alle Vorräte, die sie bräuchten. Er hat Brot. Er hat genügend Brot. Wäre doch eigentlich genügend da, ne? Müsste man denken. Er hat sich auch wieder hingelegt. Also irgendwie, irgendwas funktioniert noch nicht so ganz. Genügend freie Betten haben wir eigentlich auch im Dorf. Echt merkwürdig. Bin ein bisschen überfragt, warum das hier nicht vorwärts geht. Ist echt komisch.
Es sieht aber auch immer so aus, als ob er sich eins schnappt, ne? Aber warum nur eins? Ist ein bisschen merkwürdig. Ist echt komisch irgendwie. Tja, wie gesagt, die haben eigentlich alles, was sie bräuchten. Betten sind genügend da. Wenn ich sie mal ein bisschen in Ruhe lasse, jetzt laufen sie wie wild da drin rum, aber passiert trotzdem nichts, ne? Bisschen komisch. Denkt ihr immer, sie würden eine Privatsphäre brauchen irgendwie, dass man ein bisschen auf eine Distanz gehen muss? Aber irgendwie passiert da nichts, ne? Aber man sieht irgendwie auch nicht, dass es Männlein und Weiblein sind hier, ne? Echt komisch. Ich kann ja in einem anderen Gebäude nochmal gucken. Müssten ja, glaube ich, auch zwei Leute sein, genau. Die Betten hier sind halt auch leer, ne? Ist echt komisch. Haut irgendwie noch nicht so hundertprozentig hin, wie es soll. Die Leute schlafen halt auch überall. So. Und wie gesagt, unser Farmer ist halt, ne? Verschwunden. Sind halt überall Zimmer und überall Häuser, wo leere Betten sind. Wo eigentlich noch Leute rein könnten. Echt komisch. Ich meine, hier würde es jetzt eh nichts bringen, wenn man zwei braucht, ne? Es müssen halt zwei in der Nähe irgendwo sein. Oh, das ist echt ein bisschen komisch. Okay. Hier ist irgendwie gerade eine Katze gestorben. Durch was auch immer. Von einer Spinne anscheinend, ne? War irgendwo eine Spinne, die gekillt hat. Na, klasse. Und er kommt trotzdem nicht raus, ne? Das ist ein bisschen uncool. Ich frag mich, wie der hier reingekommen ist. Wir stehen hier irgendwie raus. Kaputt aus, mir ist auch egal. Mal sehen, wie viel der aushält. Bin schon mal gespannt. Okay. Wirklich viel war das jetzt nicht, was der ausgehalten hat, ne? Können wir uns die Eisenbarren da drin noch schnappen, die er liegen gelassen hat. So, vier Eisenbarren. So, ich sehe auch gerade, wir sind komplett voll, ne? Auch nicht so praktisch. Machen wir gleich hier, was hier so am Happenen ist.
Knochen haben wir auch schon umgelagert, wie mir scheint. Generell alles Wichtige, ne? Ist alles schon in unserem Haus mittlerweile. So, gucken wir mal schnell in unsere Unterkunft. Und da hattet ihr mir auch gesagt, es macht Sinn, da nochmal eine Lichtquelle zu setzen, ne? Damit die Viecher da nicht laufend in unserer Wohnung spawnen oder in unserem Haus quasi. Oh. Oh, ich glaube, ich habe unseren... Ich glaube, ich habe unseren Bauern gefunden. Das war unser Bauer. Na super, der ist zum Zombie geworden. Unser Bauer ist zum Zombie geworden. Na, ganz toll. Und aus irgendeinem Grund haben wir hier keinen Golem mehr in der Nähe. Das hier unten ist der nächste. Ob die Skelette hinterherkommen? Ja. Aber es ist heftig, wie stark diese Skelette sind, ne? Alter. Boah. Da spawnen aber gerade viele. Oh. Oh, jetzt mehrere von unseren Golems erwischt anscheinend. Das ist natürlich sehr uncool. Langsam aber sicher sind unsere Golems dann alle mal hinüber, ne? Wir müssten dringend mal ein paar neue bauen. Das ist natürlich nicht so geil. LOL, da reitet ein Skelett auf einer Spinne. Echt jetzt? Das ist ja ein bisschen heftig. Reitet einfach mal ein Skelett auf unserer Spinne. So, ich mache hier mal lieber mal die Tür zu. Nicht, dass es den auch noch erwischt. Wie gesagt, so langsam, aber sicher haben wir keine Golems mehr, so, ne? Die werden langsam weniger. So. Gucken wir mal, ob wir schnell noch pennen können. Ein Brot werden wir mal schnell futtern. Oder zwei, damit wir noch ein bisschen Lebenspunkte kriegen. So. Schnell nochmal durchgepennt. So, und dann müssen wir mal gucken, wo wir jetzt mal hier so ein paar Fackeln hinhängen. Theoretisch gesehen. Wir haben ja eigentlich genügend, ne? Machen wir überall hier ein paar dran. Dann haben wir hier genügend Licht drin. Ja. Große Frage ist natürlich, ob das auch hier drinnen für den Raum hier drinnen zählt, ne? Naja, wir machen hier vorsichtshalber mal hier drinnen auch noch ein paar. Einfach damit die Viecher nicht laufend überall respawnen hier, ne? Machen wir hier drinnen noch schnell ein paar Fackeln dran. So. Der Raum ist eh noch leer, da ist eh noch nichts drinne. So, das gleiche machen wir unten auch nochmal. Links und rechts nochmal eine Fackel dran. Überall an die Räume hier. So. Dann hier drinnen noch. Und auf der anderen Seite auch nochmal. Dann können wir theoretisch schon wieder Fackeln craften. Schon wieder aufgebraucht. So, sollte eigentlich erstmal genügen. So. Dann werden wir auf jeden Fall mal schnell nochmal oben an die Truhe gehen und unseren ganzen Loot da reinpacken. So, gucken wir mal. Knochen haben wir wieder. Fäden haben wir ein paar. Holz können wir hier nochmal reinpacken. Enderperle haben wir wieder eine gekriegt und was haben wir noch so? Gold können wir hier erstmal reinlagern. Dann haben wir wieder jede Menge Kupfer.
Aber wirklich jede Menge Kupfer. Und was wir jetzt mal gucken könnten, dass wir uns mal eine Dings craften. Eine Rüstung, ne? Wir haben nämlich noch einiges an Dingsbumskirchen hier. Können wir nämlich dezent erstmal noch ein bisschen was herstellen. Hier können wir auch noch mal gucken. Aber der Rest sollte passen. So. Tja, aber das Problem ist nach wie vor mit unseren Dorfbewohnern, ne? Oh, er hat ein neues Angebot, wie es aussieht. Kaninchen-Ragout für Smaragde. Ich hoffe mal, dass sich das noch mal ein bisschen anders noch mal ändert, ne? Ui. Jetzt aber gewaltig viele Zombies erwischt. So, damit haben wir schon wieder 25 mal verwesendes Fleisch, ne? Können wir bald wieder bei unserem Frendo, dem Priester, eintauschen. So. Sprengpulver ist auch noch übrig geblieben, sehr gut. So. Guck mal nochmal beim Händler. Wer irgendwas Interessantes hat. Ey, bleibst du hier? Ey, Bursche. Hier geblieben. So, was kriegen wir? Zuckerrohr, Seetang, Magenta-Farbstoff, kleines Kopfblatt, Zierlauch und Blaueis. Alles, was wir nicht hier brauchen könnten. Nicht wirklich was Interessantes dabei, leider. Aber ich frage mich ein bisschen, wo unsere ganzen Dorfbewohner abgeblieben sind. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass die hier irgendwo reingebackt sind, hier in irgendeine Öffnung, aber wir sind nirgends so welche, ne? Weil das passiert ja immer mal ganz schnell, dass die Dorfbewohner hier irgendwo in irgendeine Feldspalte laufen und nicht mehr rauskommen. Zumindest wissen wir schon mal, wo unser Bauer geblieben ist, ne? Dass der zum Zombie geworden ist. Ist natürlich ärgerlich, aber könnte man jetzt erstmal nicht verhindern. So, aber ich würde mal sagen, wir gucken mal ganz kurz, was unsere Ausrüstung sagt. Schuhe und einen Helm bräuchten wir noch, ne? Oh, komischerweise ist unsere Goldrüstung fast hinüber. Das ist natürlich nicht so schön. So, und einen Helm haben wir gesagt, brauchen wir. So. Können wir zumindest das nochmal austauschen. Ich würde tatsächlich gerne probieren, ob wir den Goldbeinschutz, ob wir den einschmelzen können. Weil ich glaube, reparieren kann man den doch, glaube ich, nicht, ne? Dann würde ich nämlich fast sagen, ich mache mir nochmal eine Beinrüstung. So, damit wir die haben. Und dann gucken wir mal, ob wir die Goldrüstung einschmelzen können. In der Hoffnung, dass wir vielleicht wenigstens ein, zwei Goldbarren wiederkriegen. Durch das Einschmelzen. Und wenn es nur einer wäre, ne? Und wenn wir noch ein paar Treffer abkriegen und die Rüstung ist ganz weg, wäre halt auch mad. So, gucken, ob das geht. Ah, Tatsache. Einschmelzen geht auf jeden Fall. Ach du Gott, nur so einen kleinen, mickrigen Goldklumpen? Boah. Das ist ja mal Abzocke. So, er hat leider auch noch kein neues Angebot. Ich verstehe halt auch nicht, bei den vielen Arbeitslosen, die wir hier noch haben, dass da nicht noch einer an den zweiten Arbeitstisch da rangeht, ne? Oder ist das Gebäude dafür vielleicht zu klein? Das weiß ich natürlich jetzt auch nicht so richtig, ne? Ich kann höchstens mal eins machen. Ja, wobei hier sind sogar zwei Betten, ne? Hm. Ist natürlich jetzt ein bisschen ärgerlich. Es wird irgendwie nur an dem einen gearbeitet. Und der hier schaukelt sich die Eier. Das ist natürlich nicht so geil. Können wir den irgendwie... Nee.
Dass die aber auch komischerweise keine automatischen Berufe wieder aufnehmen, ne? Das wundert mich halt ein bisschen. Ich meine, ich weiß nicht, ob es was bringt, wenn ich sage, ich baue den hier nochmal ab. Und stell den in den anderen Raum. Stell den einfach mal hier rein, testweise. Und der Vermutung, dass vielleicht wirklich zu wenig Platz war? Oder müssen in dem Dorf immer so und so viel Arbeitslose sein? Das weiß ich jetzt natürlich auch nicht, ne? Dass vielleicht immer ein, zwei Dorfbewohner ohne Job bleiben müssen. Dass das irgendwie so vorgescriptet ist. Das würde mich halt mal tierisch interessieren. Aber dass es unseren Farmer erwischt hat, nervt mich ein bisschen, da bin ich ganz ehrlich. So. Hier können wir aber auf jeden Fall schon mal wieder ein bisschen Getreide sammeln. Das ein oder andere Mal ist hier schon wieder fertig. So. Die anderen können wir dann erstmal wieder anpflanzen hier, ne? So, das haben wir erstmal wieder angebaut. Tja. Könnt's nochmal versuchen, aber irgendwie. Hier, holt euch Brot, holt euch Brot. Hier, gratis Brot, holt euch. Solange es noch warm und frisch ist. Wollen irgendwie alle nicht, ne? Stehen sich hier alle schon mal rum, aber keiner nimmt sich Brot. Das wundert mich ein bisschen. Wie gesagt, wir haben eigentlich alles, was wir brauchen. Wir haben genügend freie Betten. Wir haben denen Lebensmittel gegeben, aber es passiert halt irgendwie nichts, ne? Das ist ein bisschen komisch. Er kann mir doch keiner erzählen, dass die alle ein volles Inventar haben, irgendwie, ne? Müsste doch irgendwie mal ein bisschen gelehrt werden, irgendwie. Das Brot liegt halt rum und es nimmt halt keiner, ne? Das Brot bleibt halt einfach nur liegen, ne? Wird nicht eingesammelt. Echt komisch. Tja. Die wollen nicht. Die leben alle Abstinenz. Ich glaube, wir müssen erst die Kirche abreißen. Und den Priester killen. Damit die mal auf die Idee kommen. Ich glaube, sonst wollen die nicht so wirklich. Es sind halt auch mega viele Gebäude mittlerweile verlassen, wo gar keiner mehr drin ist, ne? Ist ein bisschen uncool irgendwie. Ist ganz ehrlich. Er hat wieder seine Tür offen gelassen. Auch nicht schlecht. So, dann gehen wir mal eine Runde schlafen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt müsste eigentlich hier hell genug sein, ne? Dass hier keine Viecher mehr reinkommen. Würde ich doch mal hoffen. Ja, dann gehen wir nämlich mal eine Runde pennen. So. Dann können wir mal gucken, was unsere Dorfbewohner so sagen. Saatgut können wir erstmal wieder reinpacken hier. Mal erstmal genügend. So, jetzt nochmal so ein Goldklumpen. Einmal Sprengstoff oder Schwarzpulver können wir nochmal mitnehmen. Wir müssen dringend mal gucken, wie wir Pfeile herstellen. Denn da sieht es nicht mehr so rosig aus, sehe ich gerade.
schon mal zum Crafting-Tisch und mal gucken, was man mit dem Crafting-Table, wie wir da irgendwie Dings herstellen können. So, und was ich noch mal ganz kurz machen würde, wir werden uns ruhig noch mal ein paar Fackeln machen. So, einfach damit wir ein paar haben. So. Jetzt ist die große Frage. Wie können wir Pfeile herstellen? Haben wir da ein Rezept für... Ah, hier, Rezept. Feuersteine und Federn brauchen wir dafür. Ach du Gott. Also Federn haben wir zweimal, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir Feuersteine haben. Das wird schon ein Problem. Ich glaube, Feuersteine werden wir nicht haben. Die habe ich, glaube ich, schon mal liegen lassen, weil ich sie nicht als wertvoll angesehen habe. Ja, Das ist natürlich jetzt ungünstig, ne? Das ist jetzt ein bisschen ungünstig. Kann ich bloß noch mal gucken, ob ich die vielleicht irgendwo im Dorf in irgendeiner Kiste reingepackt habe. Das wäre jetzt noch mal die Überlegung. Nee, leider auch nicht, ne? Leider auch nicht wirklich. Lass uns noch mal in einem anderen Gebäude gucken. So. Aber das ist ein bisschen ärgerlich, dass jetzt langsam aber sicher unser Dorf hier ausstirbt, ne? Mit jedem Dorfbewohner, der jetzt irgendwie drauf geht. Aus welchen Gründen auch immer. Und vor allen Dingen auch die Hühner vermehren sich irgendwie nicht, ne? Ich meine, da weiß ich jetzt nicht ganz genau, ob wir die irgendwie mit Getreide vielleicht irgendwie füttern müssen. So, aber hier hat sich auch nichts groß getan. Irgendwie stagniert alles ein bisschen, ne? Oh. Werkzeug. Oh, wir haben einen zweiten Schmied. Ja, wenigstens das hat funktioniert. Wenigstens haben wir einen zweiten Schmied. Das ist schon mal nicht so schlecht. So, und ist natürlich die große Frage, ob ich den Komposter nochmal resetten muss, ne? Also sprich nochmal abbauen und nochmal neu bauen. Dass wir deshalb keinen Farmer haben, weil wir den nicht abgebaut haben. So. Wo suche ich mein Glück nämlich nochmal? Setz den nochmal neu. In der Hoffnung, dass wir damit jetzt vielleicht nochmal einen neuen Bauern irgendwie generieren. So, das wäre jetzt nämlich ein bisschen meine Hoffnung. Denn der Bauer wäre jetzt unter anderem nochmal mit das Wichtigste, was wir so hier brauchen können. Ich nehme mal an, von allem, was wir anbauen können, wird Getreide so das Einfachste sein, ne? Um damit Handel zu treiben, meine ich. So, das haben wir schon mal. So, und jetzt muss ich mal gucken, ob man irgendwie die Hühner füttern kann. Ah, Tatsache. Cool. Oh, wir haben ein Babyhuhn. Nice. Ein Küken. Na also, Das war nämlich meine Frage. So, und ich nehme mal an, die wollen eher Getreide haben, ne? Anstelle von... Ah ja. Cool. Die müssen wir also immer mal füttern. Komisch, ne? Hier funktioniert's bei den Tieren. Warum es bei den Dorfbewohnern nicht geht? Das ist halt mega komisch. Oder mache ich das die ganze Zeit falsch? Das wäre jetzt natürlich ein Witz, ne?
Nee, eigentlich. Ja, nehmt euch Brot. Nehmt es euch. Erstickt dran. Erstickt dran. Mit sehr viel Gluten. Könnte natürlich auch sein, dass die irgendwas anderes haben wollen. Aber zumindest haben wir diese Folge schon mal einen Fortschritt und haben ein paar neue Tiere. Wenigstens das hat funktioniert. Da muss ich anscheinend bei den Dorfbewohnern mal was anderes versuchen, ne? Ihr könnt mir gerne nochmal unter die Folge schreiben. Ihr habt ja jetzt gesehen, wie ich versucht habe, es zu machen. Ob ich irgendwo einen Denkfehler oder irgendwo was übersehen habe, dann gerne mal unter diese Folge nochmal in die Kommentare schreiben. Ob ich irgendeinen Schritt falsch gemacht habe und irgendwas nicht richtig beachte dabei, ne? Um zu versuchen, hier nochmal Dorfbewohner zu bekommen. So, wir sind am Folgenende angekommen, meine Freunde. Wie gesagt, Tipps und Tricks gerne wieder unter die Folge schreiben. Und in der nächsten Folge werden wir dann mal schauen, dass wir in die Richtung nochmal erkunden gehen. Ne? Dann gehen wir also mal ein bisschen in die, was ist das hier? Osten wahrscheinlich, in den Osten werden wir da nochmal gehen. Aus der Rüstung sind wir ja, glaube ich, zum Anfang gekommen. Und dann werden wir nochmal gucken, ob wir da nochmal neue Gebiete und vor allen Dingen auch nochmal neue Rohstoffe entdecken. Däumchen drücken, kommentieren und dann sehen wir uns in der nächsten Folge bei Minecraft. Bis dahin bleibt mir schon gesund, reingehauen und ciao, ciao.